Auch wir haben einen Gast in der Kabine, Mario Main. Ich mache mal eine kurze Vita. Sie kommen aus einer eingefleischten Schützenfamilie, haben in eine schützenbegeisterte Familie hineingeheiratet. Sie waren als kleiner Junge Edelknabe, dann Mitglied im Jägerchor, Hönes dort sogar, also Blumenhornträger gewesen, habe ich mir zumindest notiert. Anschließend Schützenlust zu Quirinus treu. Ja, großartig. Das war das eigentlich Karrierehöhepunkt. Und vor 8 Jahren dann den goldenen Schuss zur Königswürde. Inzwischen sind Sie auch noch Mitglied im Komitee des Neusser Bürgerschützenvereins. Also das ist meine Schützenkarriere. Herbert hat gesagt, der Mario und ich, wir haben beide alles zusammen gemacht, was man machen kann. Ihm fehlt nur das Reiten und das Musikmachen. Das habe ich dafür gemacht. Also ihr zwei seid jetzt praktisch... Wir decken alles ab. Deckt einfach alles ab. Ich habe aber auch gehört, im Prinzip sagt jemand, ist der Mario ein Deserteur. Wer könnte das gewesen sein? Ja, brauche ich glaube nicht weit zu gucken. Das ist dieses subversive Element hier neben mir. Warum sagt er das? Weil Sie im Komitee sind. Ja, Der Mario hat per E-Mail mit uns Schluss gemacht, sozusagen. Also Schluss gemacht habe ich auf keinen Fall. Ich bin nicht so oft weg wie der Breidi bei seiner Musikkapelle. Also insofern stehen wir uns nichts nach. Nein, also man desertiert ja nicht, man hilft ja nur an anderer Stelle, dieses Schützenfest hier gut zu organisieren. Man wird berufen ins Komitee, ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mach mal Komitee oder wie ist das? Doch, theoretisch kann man sagen, ich versuche jetzt mal Komitee zu machen. Wir haben zwar hier eine Monarchie, das haben wir ja heute gesehen und deswegen sind wir auch hier, aber ansonsten geht es schon sehr demokratisch zu. Das heißt also, das Komitee, der Präsident, die werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Was sind 9 Leute insgesamt? 9 Männer? Zurzeit sind es 9, es kann aber bis auf 11 hochgehen. Die also dann das komplette Schützenfest organisieren. Ich nehme mal an, wenn das Schützenfest jetzt hier vorbei ist, dann gehen die Gedanken schon ins nächste Jahr. Ja, ja, das ist wie beim Fußball. Das nächste Spiel ist immer das Schwierigste. Ist immer das Schwierigste. Ja, gerade für eure beiden Vereine. Ja, ja, schon. Es geht in der Tat schon... eine Woche nach Schützenfest los, da wird resümiert, was ist passiert, wie ist es passiert, wie ist es gelaufen. Und dann wird schon geguckt, was kann man für das nächste Jahr möglicherweise besser machen. Jetzt hat natürlich dann jedes Komiteemitglied noch einen eigenen Bereich, sage ich mal, für den es verantwortlich ist. Bei Ihnen ist das der Bereich Sicherheit. Was beinhaltet das alles? Ja, wir wissen ja seit Love Parade, dass sich die Uhr mittlerweile etwas anders dreht, dass also die Anforderungen an solche Großveranstaltungen, wie es das Schützenfest ist, von den Ordnungsbehörden, von den Sicherheitsbehörden her strenger geworden sind, dass man mittlerweile für solche Veranstaltungen Konzepte entwickeln muss, was passiert, wenn der Notfall eintritt und diesen Bereich bearbeitet. Und das kostet auch eine ganze Menge.